Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir machen den Hebel hier einmal nach unten und der Container sollte hochfahren. Und dann gucken wir mal, ob der coole Typ dort aus dem Bergbau oder was auch immer den ganzen Laden hier einmal sprengt. Aber ich glaube, er wird es natürlich erst tun, wenn wir bei ihm sind. Sonst würde er uns ja mit hochsprengen. Irgendwie sehr, sehr unnatürlich aus, diese Bewegung. Bin mir nicht sicher, ob sich kaputte Lampen so verhalten. Da oben ist immer nervig. Immer erstmal auf die oberen. Oder die, die einem zu nahe kommen. Oh, oh, oh. Ach, haut doch ab. Haut doch ab. Kann mich hier wieder nicht anlehnen. Das finde ich echt ein bisschen doof, dass manche Positionen einfach nicht so programmiert sind, dass man sich dran anlehnen kann. Wir lassen hier erstmal kurz das Feuer wüten. Natürlich, ich stand hier drüben. Wie hat denn das funktioniert? Shit. Kriegen ganz schön Schaden. Kommt raus. Ah, wir müssen mal ein bisschen aufs Leben gucken, ne? Wir müssen mal hier wieder ein bisschen Schaden machen. Sonst wird es alles ein bisschen knapp. Wir müssten eigentlich wieder vor. Jetzt kommt hier so ein Brecher noch an. Gott, war der schnell hier vorne. Wie hat denn das funktioniert? Shit. Shit. So, erstmal der eine, der ist fast tot. Dann haben wir den hier drüben. Kommt mir gerade ein bisschen nah. An dem holen wir uns Leben. Und dann haben wir es doch auch geschafft. Aber es wird tatsächlich schwieriger. Die letzten, weiß nicht, zwei, drei Missionen sind wir echt sehr easy durchgekommen. Da waren wir schon fast ein bisschen OP. Aber jetzt hier. Wird es doch etwas komplizierter. Au, habe ich nicht kommen sehen. Weltstufe 8, na super. Also eigentlich schön, aber eigentlich auch nicht. Man freut sich, dass man es erreicht hat, aber man weiß genau, ab jetzt wird es härter. So. Einer lebt, glaube ich, noch, oder? Nein, ich habe nachgeladen. Ich habe wieder die Lava-Geschosse verschenkt, glaube ich. Zwei Bosse. Kriegen wir die noch mit dem hier? Nee, ne? Naja, ein bisschen. Besser als nichts. Ich glaube, da ist jetzt das wieder angebrachter. Hä, ich mache irgendwie gar keinen Schaden. Oder ich habe es einfach nicht gesehen in der Ansicht jetzt. Aber irgendwie geil ist es auch nicht. Da hauen die Lavageschosse drauf. Er hat noch nicht auf Weltstufe 8 gewechselt. Das wird dann erst nach dem Kampf passieren. Ist das so ein Flammenwerfer-Dude? Nee. Oder so ein Maschinengewehr, Minigun-Dings, was auch immer. Wieder nachgeladen. Ich lerne es nie. Aber so ohne irgendwas machen wir echt kaum Schaden, ne? Also die Lavageschosse sind schon essentiell wichtig. Aber ich hätte ganz gerne erstmal den Gepanzerten hier weg. Ach, shit. Nein, wir können uns hier nicht dahinter verstecken. Verdammt. Wenn ich jetzt Waffe wechsle, ist wieder mein Lavageschoss-Dings weg. Erstmal er. Wo ist er jetzt hin? Hier. Wir kriegen ja noch ein zweites Magazin von, genau. Zum Glück war der Lebensentzug hoch genug. Mal genau oben drüber. Lässt er mich hier drüber springen? Nö. Dann umrennen wir ihn einmal.
Und damit haben wir das Gebiet auch erledigt. Sehr schön. Aber es wird tatsächlich schwieriger. Steht aber immer noch auf der 7. Kannst du sie reparieren? Ich will hier alles in die Luft jagen. Ja, krieg ich hin. Warte mit dem Feuerwerk, bis ich zurück bin. Wie einfach nur jeder ein Funkgerät dabei hat. Ach, hier ist auch noch kaputt. Ach, 1 von 3. Oh Gott, wir müssen noch eine Stelle finden. Okay. Nee, 1 von 3 haben wir noch gebraucht, aber wir haben da erst eine Stelle gefunden, oder? Vielleicht täusche ich mich auch gerade. Ah, jetzt doch. Okay, die war gleich hier vorne. Sah komisch aus, weil es halt so durchgestrichen war. Jetzt haben wir 3 von 3. Ich dachte, die zählen vielleicht andersrum. So, die Leitung ist gefleckt. Hey, bist du noch da? Scheiße, ich muss zu ihm zurück. Bei einer Sekunde noch mit ihm gequatscht. Letzter Wunsch, Riverbed. Da machen wir doch hin. Er ist bestimmt an Unterernährung oder Dehydrierung gestorben. So, hier drüben war er. Er ist nicht mehr da. Doch, er ist noch da. Lebst du noch? Du bist zurück? Leitung ausgetauscht? Du sollst das Feuerwerk doch mitkriegen. Gott sei Dank. Hilf ihm doch mal. Wir machen es zusammen. Musik in meinen Ohren. Aber wie nett von ihm, dass sie es zusammen gemacht haben. Das war ja sehr, sehr niedlich. Ist natürlich direkt danach gestorben. Wie sollte es anders sein? Wahrscheinlich die Druckwelle hat er nicht mehr überlebt. So, wir haben automatische Schrotflinte. Finde ich nicht so geil, aber der Skill, Schüsse generieren ein Schild, klingt nicht verkehrt. Bei Gegnern, die von der Fähigkeit getroffen werden, wird ein Schwächeeffekt ausgelöst. Erhalte 8 Sekunden lang zusätzlich Anomaliekraft. Wir haben ja hier schon eine geile Dings drauf. Ich glaube, ich schnapp mir mal die Schrotflinte, weil ich einfach diesen Skill, ich habe ihn glaube ich noch nicht gesehen. Und wenn wir die Waffe zerlegen, bekommen wir den ja, dass wir den auf alle anderen Teile mit übernehmen können. Wenn generell jeder Schuss ein Schild verursacht, könnte das glaube ich ziemlich geil werden. So, wir hatten noch eine andere Quest. Wir bringen noch nicht das Lithium hin. Ah, wir müssen immer noch zum Steinbruch, stimmt. Hier, den Skalpkönig. Den müssen wir noch holen. Was sagt's Navi? Navi sagt hier runter. Dann machen wir das noch und dann müssen wir mal das Erbe der Outriders noch unbedingt vervollständigen. Dann müssen wir nochmal zum Steinbruch zurück. Und dann bringen wir dem Zahedi das Lithium, dass es auch storytechnisch mal weitergehen kann. So, wir haben doch bestimmt eine Belohnung auf Stufe 8. Ich habe gleich mal umgestellt. Mal gucken, was es gab. Eine Waffe. Doppelläufige Waffe, Feuerstoß. 52er Magazin. 1744 ist natürlich mega geil. Die macht trotzdem mehr Schaden. Ja, diese doppelläufigen Waffen, die brauchen, glaube ich, immer ein bisschen, bis sie richtig in Fahrt kommen und dann sind die auch nicht so präzise. 1700, ich sag einfach mal, wir probieren die mal aus. Was soll der Geiz? Den Rest gucken wir uns dann nachher an. Wir machen erstmal die Quest, dann gehen wir ja eh wieder ins Camp zurück. Und dann können wir mal schauen, was wir alles so verbessern können. Weil jetzt gerade auch auf Feldstufe 8 wird es doch langsam mal Zeit, dass wir unsere Ausrüstungsgegenstände etwas in die Höhe schießen lassen.
So, wir haben den Skalpkönig. Räume den Bereich frei. Ach, das ist nur Feuerstoß. Okay. Aber ansonsten schadenstechnisch trotzdem ganz in Ordnung. Deswegen so wenig Schaden, obwohl die stärker ist. Macht natürlich Sinn. Das heißt aber, präzisionstechnisch dürfte es sich nicht so viel nehmen. Weil durch den Feuerstoß kommen wir ja gar nicht erst in den krassen Rückstoß vom Dauerfeuer rein. Ah, das ballert schon. Schaut mal, das ist auch ein gepanzerter. Der wird ja ähnlich so sein wie der von gerade eben und mit der Waffe. Haben wir den ja doch tatsächlich relativ schnell weg. Ich glaube, wir behalten die erstmal. Eventuell stelle ich sie doch nochmal um auf Dauerfeuer. Gucken mal kurz hier rein. Ach, sah so schön aus wie ein Truhen-Spot. Aber das ist schon ziemlich geil, das Ding. Warum muss er denn jetzt nachladen? Shit. Wir brauchen mal ein bisschen Leben. Alter. Nein. Was war denn jetzt los? Ach, Mist. Wir waren zum Glück gerade eh erst auf Anfang Weltstufe 8. Das heißt, wir haben da nicht so viel verloren. Oha, jetzt sterbe ich nicht gleich direkt nochmal wieder. Also wir müssen uns echt ein bisschen in Acht nehmen. Ich gehe hier schon wieder zu offensiv ran. Die letzten Missionen waren halt einfach. Dann gewöhnt man sich so ganz schnell ein anderes Gameplay an, was dann für die nächste Weltstufe überhaupt nicht mehr angebracht ist. So, Grenadier, wo bist du hin? Ich habe mir jetzt gar nicht genau die Fähigkeiten angeguckt, aber irgendwie verlangsamt die dafür die Gegner. Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Das ist nämlich eigentlich ziemlich geil, was die Waffe macht. So, bam. So schnell geht ein Gepanzerter weg. Müssen wir trotzdem ein bisschen Ausschau halten. Gleich kommt die nächste Welle. Kam hier oben dann irgendwann. Sobald wir hier hochgegangen sind, war die am Start. Hier. Da müssen wir jetzt hier ordentlich reinfeuern, sobald die kommen. Dann halt bloß diese Halsabschneider, ne? Zwei Stück mal hintereinander mich erwischt. Oder vielleicht auch dreimal. Deswegen sind wir gestorben, obwohl es gerade eigentlich so easy war. So, es kommen die nächsten. Ach, und der Mörser war es, genau. Den habe ich schon wieder ganz vergessen. Müssen immer mal kurz gucken, ob wir wieder in der Mörser drin stehen. Und es kommt ein weiterer Boss. Man ist halt nicht ganz so präzise mit den Dingern, ne? Also mit dem Sturmgewehr haben wir schon doch schön Dauerfeuer auf den Kopf halten können. Ah, der da drüben nervt mich. Stirb, danke. Wo ist denn der Mörser? Ist er irgendwie verschossen? Ja gut, obwohl es geht auch. Ich glaube, das war der letzte. Ja. Obwohl die Musik... Doch, jetzt hört sie auf. Da drüben ist Muni. Irgendwo wird bestimmt noch eine Kiste versteckt sein. Ja. Man sollte öfter mal auf die Karte gucken, ne? Ich habe es schön in Zeitlupe verbrennen lassen, mein Freund. Was gibt's denn hier? Ein Gegenstand. Ein Schlüssel.
keine Kiste. Ich bin stark enttäuscht. Oben ist auch keine. War hier hinten noch was? Nee, ne? Da sind wir ja schon lang gelaufen. Anscheinend keine Kiste. Vielleicht im nächsten Gebiet. Ach ja, klar. Schön komplett ohne Deckung hier starten. Und voll in die Gegnermasse rein. Und Mörser. Ja, ja, ihr habt doch eine Macke. Au. Bleiben wir jetzt erstmal hier. Aua. Brauchen die andere Waffe. Komm her. Oh. Ach, da oben, ey. Durch das kleine Loch. Schweinepriester. Hier mal irgendwie ein bisschen Leben wieder. Müssen wir erstmal unbedingt diesen Scharfschützen wegkriegen. Scheiße, jetzt kommt der Boss hier schon. Ach. Oha. Wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Leben. Hier haben wir den Skalpkönig. Die Frage, ob das was bringt. Skalpkönig ist auch ein Scharfschütze. Irgendwie mache ich schon wieder gar keinen Schaden mehr. Kurz antäuschen. Jetzt. Ja, es sind halt nicht so viele Schüsse in dem Scharfschützengewehr. Das ballert aber rein, ey. Und da kommt gleich noch der nächste. Scheiße. Aua. Alter Schwede, ist der heftig. Naja, wir müssen weiter hinter. Wenn der uns jetzt hier noch auf die Pelle rückt, haben wir echt ein Problem. Au, Alter, ein Schuss. Ich war voll, glaube ich. Wir brauchen Leben, 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 Leben. Machen wir doch erstmal den Gepanzerten hier weg. Also ein Boss als Scharfschütze ist schon, oder Scharfschütze als Boss, das ist schon eine Hausnummer. Holy shit, ey. Zum Glück haben wir dieses verzerrende Feuer, oder wie es heißt. Wir da einfach mal schön durch die Wände uns wieder ein bisschen Leben ranholen. Oh, au, 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 au. Au, au, au. Verpisst euch bloß. Nein, ah, da ist wo... Ah, das ist der Boss, ne? Alter, wann ist denn der hier rübergelaufen? Wir sind gleich tot. Ich glaube, wir überleben das nicht. Jetzt ist hier aber echt mal ein bisschen Panik angegangen. Scheiße, der ist immer noch da drüben. Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein fieser Scharfschütze? Der weiß auf jeden Fall, wie er richtig Leute flankiert. Aua, jetzt verpisst euch doch mal alle. Shit. So, jetzt haben wir es erstmal. Es kommen immer noch welche nach. Komm, verschieß dich. Ja, wir haben ihn gleich. Dann kommen da oben noch ein paar. Aua. Ach, zweimal hintereinander. Wow. War schon wieder ganz schön knapp gerade. Oh, Verbrennung, hör auf, Verbrennung, hör auf. Uiuiui. Das war echt nicht ohne. Die warten alle noch hinten, ne? Die kommen nicht mit rüber. Nee. Aber wir müssen die erstmal ausschalten. Vorher können wir den Skalpkönig nicht endgültig erledigen. Au, 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 shit. Ich dachte, die sind erst da drüben. Komm raus. Komm, brenn. Ein Schuss noch. Jetzt haben wir ihn. Irgendwie schießen die Schüsse tiefer, als das Ding das anzeigt, oder? Kommt mir das nur so vor. Jetzt schießt gegen die Wand. Schon. Wir haben bloß noch einen Schuss, aber wir kriegen kein weiteres Magazin. Entweder war es schon das zweite oder ich habe den Skill aus Versehen weggepackt.
Also das Teil ausgetauscht. So, jetzt haben wir's. Das war echt schwer, aber einen guten Helm gab's dafür. Ich hoffe doch sehr auch noch eine weitere Kiste. Ob wir eine Kiste kriegen, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.